herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Starfield, liebe Freunde. Und wir gehen sofort rein. Wir müssen nämlich noch eine Ausbildung abschließen, das ist ganz wichtig. Ja, haben eine Nebenmission quasi angenommen, einen Nebenstrang der Erzählung hier in Starfield mit den Vanguard. Und ich bin gespannt, auf was uns das jetzt bringt, hinführt. Das ist die Mark 18 Flugsimulationskammer. Okay. Du bist derzeit im Orbit einer detaillierten Nachbildung einer entlegenen Welt. Wenn du bereit bist, nimm bitte einfach auf dem Pilotenstuhl Platz. Mal los. Dann tu das mal. Die Prüfung ist simpel. Besiege möglichst viele Stufen von Gegnern, bevor dein Schiff zerstört wird. Um zu bestehen, musst du mindestens 3 Stufen von Gegnern besiegen. Ich wünsche eine gute Jagd. Neue Ziele aktiv. Jetzt habe ich nicht zugehört. Welche Stufen müssen wir dann haben? Neue Ziele aktiv. Zieleliminierung imminent. Ziel besiegt. Okay. Schilder online, offline. Okay. Du kannst den Simulator jetzt durch die Luke verlassen und deine Punkte speichern oder die restlichen Stufen in Angriff nehmen. Scanner verlassen? Achso. Ich war beim Scanner, das war ja doof. Okay, wie stehe ich nochmal auf? Was habe ich gesagt? Prüfung wird fortgesetzt. Nein, ich will nicht. Neue Ziele aktiv. Ich will doch gar nicht. Oder starte die Prüfung im Steuerungsterminal der Simulation neu. Okay.
Okay, Simulation ist angehalten. Ich verstehe das hier alles. Aber, Leute, wie komme ich raus? Wie komme ich denn raus? Escape? Nee. Halte Space. Ich halte Space. Da steht Schubdüsen. Why? Warum gebt ihr den Tipp, wenn er nicht funktioniert, Leute? Warum? Warum macht ihr das? Ich weiß es nicht. Ist irgendwas in der Steuerung nicht richtig? Space aktivieren. Flugmodus wechseln. Space. Abbrechen. Schiffsaktion 1. Ziel wählen, das wäre R. Flugmodus wechseln. Keine Ahnung. Mach doch Z draus. Mach mit Z. Ist mir egal. Entschuldigt bitte. Ich will ja nur raus. Versteht ihr? Ich drück, ich will es euch zeigen. Ich halte Space gedrückt. Aber er macht es nicht. Ich stecke fest. Scanner verlassen. Habe ich gemacht. Ich kann nicht aufstehen, Leute. Es geht nicht. Ich kann nicht aussteigen. Ich kann einfach nicht aussteigen. Ah! Okay. Okay, wir müssen... Ich muss da nochmal... Raumschiff Flugbooster zünden. Flugmodus wechseln, das haben wir schon durch. Perspektive umschalten, das brauchen wir nicht. Schiffsaktion R habe ich schon gedrückt. Ist auch nicht. Vorhersystem Scanner öffnen haben wir auch gemacht. Abbrechen. Schiff abdocken. Behälter zu viel Außenposten. Da sind wir schon alle drüber weg. Das ist ja... Schiffsbilder. Ne, da sind wir schon drüber weg. Ich halte Space. Ich halte Space. Gedrückt. Ich komme nicht ran. Ich verstehe es nicht, Leute. Thank you.
Das ist schlecht. Ich hänge fest. Ich hänge mittendrin fest. Ich hänge mittendrin fest, Leute. Ich muss was nachgucken. Es hilft nichts. Ich muss was nachgucken. Das müssen wir jetzt so machen. Okay, okay. Sorry, Leute. Ich versuche das natürlich im Nachgang noch zu machen. So, Audiushalle, ich muss das nachgucken, meine Pilotenprüfung. Bam, bam, bam. Ja, da wird auch nichts gesagt, Leute. Das ist natürlich mies. Das ist richtig mies. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Wisst ihr was? Ich lade das nochmal neu. Was anderes bleibt uns ja jetzt gerade nicht, oder? Ich hänge hier irgendwo. Schaut euch das an. Also, wenn ich WASD, wenn ich Alt drücke, WASD, dann kann ich hier links im Menü hin und her springen. Aber wenn ich das wegnehme und drücke Leertaste, dann springt der da durch. Das ist eine Einstellungssache und ich weiß nicht, Tastaturbelegung, wie ich das denn... Mit Tab komme ich. Ich komme auch nicht mehr ins Charaktermenü. Komme ich auch nicht mehr rein. Das ist schlecht. Das ist tatsächlich richtig schlecht. Flugmodus wechseln Z. Das habe ich ja soweit das, was ich eingestellt hatte. Vorheriges System. Nächstes System.
Okay, jetzt habe ich alles zurückgesetzt. Ich werde nochmal Zuweisungskonflikte geben wir Außenposten. Handscanner Taschenlampe. Kraft. Machen wir da nochmal. Und irgendwas ist jetzt mit dem Außenposten. Jetzt müssen wir da nochmal eben schnell hin. Das ist ja mal richtig, richtig doof. Haupt, Gameplay, Außenposten. Bauen, bestätigen. Springen. Okay. Keine Chance, Leute. Ich habe alles zurückgesetzt. Ich gehe nochmal. Ich mache das nochmal. Weil so viel habe ich jetzt echt nicht gemacht. Bestätigen. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Halte E. Ich lasse es jetzt einfach. Okay? Ich lasse das jetzt einfach. Ich lasse das jetzt einfach beim Standard. Kann ich nicht, weil so kann ich nicht spielen, Leute. Das mache ich nicht. Nee. So, aktivieren bleibt jetzt hier bei Space. So, dann springen. Springen. Schleichen. Sprinten. So, das sind die drei Dinger, die ich auf jeden Fall haben möchte. Und genauso Waffe nachladen. Geht so nicht. Und Kraft machen wir auf X. Fertig. Jetzt ist aber genug. Leute, sorry. Also. Hier gleich noch ab. Immer laufen umschalten. Je, okay. Aha, okay. Haben wir jetzt gemacht. So, Simulator verlassen. Simulator. Reicht's für heute? Ich werde noch mal 5 bis 8 Minuten hinten dran hängen. Es war wahrscheinlich länger. Meinen Glückwunsch. Aber du hast bestanden. Na, das ist ja toll. Bei Commander Tuala erhältst du dein Abschlussergebnis und deinen Probeauftrag. Das ist ja traumhaft. Du kannst auch gerne die Simulation erneut durchlaufen. Nein, wollen wir nicht. Lobby, Commander Tualas Büro. So, dann holen wir uns die erste Mission unter Vanguard. So. Holen wir uns das mal hierher. Na, wer kommt denn da? Ist bei der Prüfung alles gut gelaufen? Ja. Oder hast du noch Fragen, die ich dir beantworten kann? Ich bin fertig mit der Pilotenprüfung und sind gemeint, ich soll mal herkommen. Ah, deine Ergebnisse sind gerade reingekommen. Bereit zu erfahren, wie du dich geschlagen hast? Nee. Ich bin bereit. Schauen wir mal rein. Den Daten zufolge hast du ein paar Bilder angesehen. Gut. Wissbegierige Kandidaten schlagen sich oft besser. Das physiologische Ergebnis ist innerhalb des Erwartbaren. Die Navy braucht niemanden, der durchdreht, wenn er das erste Mal einer Lenkrakete entkommen muss. Also, wie hast du denn gekämpft? Okay, Stufe 3 erreicht. Wir legen die Messlatte hoch. Das hast du gut gemacht. Viel besser, als ich es könnte. Ich verbocke das Einparken immer. Also, wenn ich mir dein Gesamtergebnis anschaue und davon ausgehe, dass du deine Probemission erfolgreich abschließt, hättest du deine UC-Staatsbürgerschaft nach
10 Jahren Dienst. Besser als bei Laborkräften oder Diplomaten, aber ziemlicher Standard bei Leuten mit Kampfeinsätzen. Wow. 10 Jahre? Tja, dann mal viel Glück. Schick mir eine Postkarte nach Paradiso, wenn du fertig bist. Heftig. Klingt, als hätten wir hier richtig gutes Vanguard-Material. Falls du Interesse hast, kannst du sofort als vorläufiges Mitglied einsteigen. Du erhältst deine verdienten Credits und dann geht es auch schon mit der Probemission los. Zuerst müssen jedoch alle UC-Angehörigen, auch in der Probezeit, einen Eid leisten. Also, willst du es offiziell machen und dich für die Colonies einsetzen? Ja, natürlich, ich bin bereit. Das ganze Scheiß ja nicht umsonst dann gemacht. Komm bitte mit. Klar? So, ich folge dir. Ich wollte aber noch Munition kaufen, Leute. Ich wollte eigentlich noch Munition kaufen. Ich glaube, das kann ich irgendwo da hinten. Das mache ich nochmal eben schnell, oder? Da hinten konnte man das, glaube ich, machen. Weder da oder da. Das ist die Freestar Collective Embassy. Da will ich ja gar nicht hin eigentlich. Kriegsdenken. Wir könnten kurz unsere Ehre erweisen. Okay, das war's nicht. Ich weiß, dass es das hier irgendwo gab. Und das müssen wir jetzt nochmal eben finden, denn ohne das würde ich gar nicht... Das ist die Bank. Ach, da sind wir ja hergekommen. Ich gehe mal da hinten in die Richtung. Irgendwo da muss es ja sein. Weißt du, warum die Crimson... Baum war schon vor der Stadt hier. Toll, oder? Ich erledige also das letzte Spacer-Schiff. Merke aber, dass mein Tank einleckert. Ich sitze fest. Medical. Regiment Medicals. Okay, da könnte man auch mal eben reingucken. So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ich... Wir bieten die beste Versorgung in ganz New Atlantis. Okay. Zögere bitte nicht zu fragen, wenn du etwas brauchst. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Okay, ich brauche medizinisches Material. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Das klingt schon mal gut. Hilfe. Medpacks. Guck mal an. Ich will mal 8 kaufen. Ja, das reicht mir erstmal. Tatsächlich. Pass auf dich auf. Pharmazeutisches Labor. Jetzt bin ich mal gespannt, kann ich... Ich kann Verbände herstellen, aber ansonsten war es das halt auch. Ich kann halt keine Dings, eine Heilpaste könnte ich herstellen. Mann. Der Großteil der Bürger okay. Hier in New Atlantis. Dann lass mal raus. Ich will noch mal einmal weiter gucken. Wir
Reliant Medical gehört einfach zum Essen. Kann man denn hier machen? Wir erkunden das hier jetzt gerade so ein bisschen, ne? Okay, das ist anscheinend nur Residenz. Kann ich mich hier irgendwie informieren oder so? Informationen zu New Atlantis, unsere gemeinsame Unternehmensverzeichnis. Terrorbooth, Gasthaus, Viewpoint, Centurio, Wohndistrikt. Aha, ich muss also zum Wohndistrikt. Ich muss zum Wohndistrikt. Das hätte ich nicht gedacht. Arsenal, Wohndistrikt. Ich muss also zum... Ich habe den Ort noch nicht erkundet. Aha. Na Leute, wird doch eine Erkundungsgeschichte. Ah, guck mal. Centaurian Arsenal. Wollen wir da mal reingucken? Oh ja, hier sieht's gut aus. Du weißt ja sicher schon, dass es bei einer Schusswaffe keine Universallösung gibt. Herzlich willkommen bei Centaurian Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Der Umtausch ist ausgeschlossen. Aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Na klar. So, lass mal sehen, was du im Angebot hast. Nur das beste Waffensortiment in den besiedelten Systemen. Okay. Waffen. Zeig mal deine Waffen. Coachman Hammer. Enox. Messer. Lichtbogenschweißer Marksman. Die sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Kostet aber 27. Nee, ist schon klar. Grendel. Ja, eine AS-Wahl, oder was? Wie cool ist das denn, bitte? Die ist aber nicht schlecht, ne? Die ist ja eigentlich nicht schlecht. Im Vergleich mit der Coachman. Die ich jetzt gerade ausgerüstet habe. Aber das Ding ist natürlich nicht schlecht, ne? Die finde ich nicht schlecht. 34er Schaden. Die kaufen wir mal. So, verkaufen. Kann ich was verkaufen? Die habe ich gerade ausgerüstet. Das ist die Dings.
Die ist auch nicht schlecht. Finde ich gut. Ist auch geschalldämpft. Die Coachman will ich auch noch behalten. Eigentlich ist alles cool. Außer, dass wir noch Kaliber 50 brauchen. Los, Kaliber 50. Und davon brauchen wir auch noch mal. Oh nein, das ist verkaufen. Ich will das doch gar nicht verkaufen. Ich will doch... Hab ich jetzt... Nee, ich hab das gekauft, ne? Nee, ich hab das verkauft. Och, nö. Och, Leute, das ist doch... Das ist doch nicht gut. Lass mal sehen, was du im Angebot hast. Nur das beste Waffensortiment in den besiedelten Systemen. Oh, ist das schwierig heute. So. Kaufen. Da wollte ich doch. Ich will das doch kaufen. Los, das haben wir gekauft. Jetzt muss ich doch tatsächlich erstmal gucken. Das ist ein bisschen schade. Warum wird das nicht gegenübergestellt? Ich will das sehen. Ich will doch sehen, wie viel so Inventar. So, das wird davon verwendet. Kaliber 50, so 6,5 mm brauchen wir auch. Das brauchen wir erstmal nicht. 7,7 mm. 6,5 und 7,7, die brauchen wir noch. 6,5 und 7,7. Ja, ich glaube, dann sind wir erstmal gut ausgestattet. Markentreue hat schon nur das beste Waffensortiment in den besiedelten Systemen. 6,5 und 7,7. Munition kaufen. Ich muss doch auch umschalten können, oder nicht? Kaufen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen... Nee, dann haben wir gar keine Kohle mehr. Lassen wir das. Okay. Haben wir geschafft. So, Leute, jetzt zurück. Das ist okay. Und dann nehmen wir noch eine Mission an. Die eine Mission nehmen wir noch an. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass der Tag bei den Verfolgungen mit dem Auto
genau, wir müssen ja noch eine Sache müssen wir ja noch machen. Und dann nehmen wir das Scharfschützengewehr. Genau, das packen wir auf die 7. Das Scharfschützengewehr packen wir auf die 7. Das müssen wir noch eben machen. Waffen. Favoriten B auf die 7. Wir brauchen mehr genetische Vielfalt in unserem. Sehr schön. Okay. Was? Lasst uns da hinlaufen. Okay. Komplett ausgepowert, Leute. So, ein Stückchen Trick hier nach eben. Dann drehen wir uns um. Wir sollten das irgendwo machen, wo man die Sterne sieht. Und jetzt heb deine rechte Hand. Das Motto der Vanguard lautet Supra et Ultra, jenseits und erhaben. Supra dort et dienen Ultra. Wir, jenseits der entferntesten Bereiche des UC-Militärs und mit Ehre und Pflichtgefühl über jeden Tadel erhaben. Schwörst du, die Bürger der United Colonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen? Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung, bei allen Einsätzen als Mitglied der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ich schwöre. Dann möchte ich der Erste sein, der dich bei der UC Vanguard willkommen heißt. Dankeschön. Jetzt bleibt nur noch, dich auf die Probemission zu schicken. Hier habe ich... eine Comm-System-Reparatur. Eine Gruppe will eine alte Aufbereitungsanlage aus dem Koloniekrieg auf Tau CT2 instand setzen. Leider ist die Kommunikation ausgefallen. Der Ort ist ziemlich abgelegen. Daher wollen die Oberen, dass ein Vanguard das Reparaturkit liefert und für die Sicherheit aller Anwesenden sorgt. Also, können die Leute dort auf dich zählen? Na sicher, dann mal los. Das gefällt mir. Begib dich zum Raumhafen und sprich mit Crew Chief Ferrath. Von ihm erhältst du das Reparaturkit und das Willkommenskit für neue Rekruten. Oh, und deinen Vorschuss. Gib da draußen dein Bestes. Kohle. Supra et Ultra. Die 3000 und 1000, also 4800 haben wir bekommen. Das ist gut und wir müssen zum Raumhafen. Routinearbeit ist das, ne? Ja. Okay. Hey, willst du das haben? Was? Nee, ich wollte gar nicht ins Schiff. Ich wollte doch mit dem Typen aber quatschen. Etwas für dich. Der ist scheinbar gelandet. Okay. Dass sie es überhaupt zurückgeschafft hat. Hol es rein, reparier es und sag ihr, dass wir es schnellstmöglich wieder einsatzbereit machen. Dann okay. Bist du unser neuer Pilot auf Probe. So sieht es aus, mein Freund. Auf gute Zusammenarbeit. Ich sorge dafür, dass ihr Raketenjockeys auf alles vorbereitet seid, was euch da draußen erwartet. Also, laut Ladeliste statten wir dich mit einem Comm-Reparaturkit aus. Neben dem Standard-Willkommenskit, das alle Probepiloten für ihre erste Mission bekommen. Medipacks, Kleinfeuerwaffen, Schiffsteile, die Grundausstattung, falls es da oben Überraschungen gibt. Meine Leute verladen vor deinem Start alles. Du wirst nicht mal mitkriegen, dass wir da waren.
Sehr schön. Du stattest also dem malerischen Tau Ceti 2 einen Besuch ab. Ein einfacher erster Auftrag. Halt die Augen auf, dann kommst du auch sicher wieder zurück. Hast du noch irgendwelche Fragen? Sehr schön, ich bin bereit, ne? Na, alles mal cool. Los. Ich bin bereit, ich fliege dahin. Lass uns in einem guten Licht dastehen. Mach alles heile. Okay, ihr seht da auf Tau Ceti 2. Sehr schön. Leute, da fliegen wir jetzt noch hin. Wir sind zwar 10 Minuten drüber, aber wir haben ein bisschen rumgetrödelt. Von daher ist das für mich kein Problem. Mission, Routinearbeit, nimm Kontakt mit denen auf. Wir machen. Tau Ceti 2. Das passt. Wir fliegen hin. So. Jetzt müssen wir nochmal in die Map gucken. Produktionszentrum. Da wollen wir doch hin. Landen. Bringen wir den Vogel runter. Oh, das sieht geil aus. Ich stehe noch mal eben auf, weil ich will mal gucken, wie sie das bekommen Zeit? Haben. Oder auf ein paar Minuten. Keine Stunden. Und ich will trotzdem hier kurz ins Schiffsinventar gehen. Vielleicht Raum. Inventar. Haben wir jetzt was dazu bekommen? Was? Eigentlich nicht, ne? Oder haben wir hier Waffen dazu bekommen? Auf jeden Fall haben wir Sachen, die wir definitiv verkaufen können. Urban Eagle. Wisst ihr was, die tausche ich aus. Und zwar gegen die hier. Wo sind die Favoriten? Geht gerade nicht, ne? Waffen, Urban Eagle, Favoriten B. Und die hatten wir. Damit hin. Fertig. Denke ich. So. Okay, Leute. Sehr schön. Wir gehen runter, wir gehen raus quasi. Sehr ordentlich. Kann ich jetzt eigentlich... Ich wollte mich nur für deine mutige Rettungsaktion bedanken. Ich hatte natürlich einen Plan für Matsura, aber danke trotzdem. Okay, kann ich sagen, worum geht's? Bis bald mal. Okay, das muss ich noch rausfinden. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, jetzt ist die Folge an der Stelle zu Ende. Wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und natürlich, das gilt für alle, seid so gut und haut ein Däumchen über das Video, wenn es euch gefallen hat. Das hilft mir, das hilft dem Kanal, das bringt mich weiter nach vorne. Das freut mich und vor allem freut es mich, wenn ihr auch ein paar Kommentare da lasst. Ich lese mir das gerne durch, versuche das umzusetzen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.